Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich einen weiteren richtig krassen Glitch für euch. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr die Caddies aus eurem Bunker in eure Garage stellen könnt und diese dann auch noch Vollkasko versichert sind. Dieser Glitch basiert auf dem aktuellen Giftcast to Friends Glitch, den ich ja bereits gestern für euch hochgeladen habe. Und deshalb funktioniert dieser auch auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One genauso wie der Giftcast to Friends Glitch. Auf jeden Fall ist dieser Glitch wirklich mega einfach und der dauert weniger als 5 Minuten, wenn ihr diesen machen wollt. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt einmal mit den Vorbereitungen für diesen Glitch an. Und zwar sind diese genau dieselben wie beim Giftcast to Friends Glitch. Und zwar braucht ihr zunächst einmal einen eigenen Bunker und in eurem Bunker braucht ihr eben einen eigenen MOC. Außerdem muss sich hinten im MOC ein Elegy RH8 befinden, den ihr eben am Ende dann opfern könnt, und ihr braucht die Hilfe von zwei Freunden. Freund Nummer 1 muss sich jetzt zunächst einmal so verglitschen, dass er eben jetzt Waffen im Bunker benutzen kann, genau wie beim Giftcast to Friends Glitch, und dann muss er einfach im Bunker warten, bis er gleich den MOC zerstören muss. Falls ihr jetzt aber nicht wisst, wie man Waffen im Bunker benutzen kann, dann schaut einfach mein letztes Video, denn dort habe ich euch diesen Glitch ja bereits genauestens erklärt. Klickt jetzt einfach mal hier oben rechts im Video auf dem Link und schon seid ihr dann bei diesem Video und guckt euch diesen Glitch dann einfach dort an und dann kommt einfach wieder zurück auf dieses Video. Habt ihr nun soweit alles fertig, sprich ihr habt nun einen eigenen Bunker mit einem MOC und euer Freund kann nun Waffen im Bunker benutzen, dann könnt ihr auch schon mit dem eigentlichen Glitch anfangen. Und zwar müsst ihr nun mit dem Elegy RH8 aus eurem MOC in euren Bunker reinfahren und Freund Nummer 2 muss währenddessen bei euch im Auto auf dem Beifahrersitz sitzen. Seid ihr nun im Bunker angekommen, dann fahrt ihr nun mit dem Elegy RH8 vor euren MOC hin, so dass ihr oben links nun die Meldung stehen habt, dass, wenn ihr jetzt die Pfeiltaste nach rechts drückt, ihr ins MOC reinfahren könnt. Habt ihr diese Meldung dort nun stehen, dann registriert sich euer Freund nun als CEO im Interaktionsmenü und wenn er das nun gemacht hat, dann geht er erneut in sein Interaktionsmenü und dort wartet euer Freund nun die ganze Zeit, beziehungsweise er schließt das Interaktionsmenü an dieser Stelle jetzt einfach nicht mehr, bis ihr mit dem Glitch fertig seid. Und nun müsst ihr eben einmal die Pfeiltaste nach rechts drücken, um eben in den MOC reinzufahren. Und wenn ihr das nun gemacht habt, dann werdet ihr nun merken, dass ihr nun vorm MOC gefroren seid, da euer Freund auf dem Beifahrersitz jetzt eben ein CEO ist und mit einem CEO könnt ihr eben nicht in den MOC reinfahren. Seid ihr nun vom MOC gefroren, dann muss Freund Nummer 2 nun hingehen und euren MOC einmal zerstören. Am besten benutzt er dafür einfach ein paar Haftbomben oder eben den Raketenwerfer und dann ist der MOC auch direkt kaputt. Ist der MOC nun kaputt, dann geht ihr nun in euer Pausenmenü und dort wartet ihr jetzt erst einmal und währenddessen geht Freund Nummer 1, der ja auch gerade schon die Waffen im Bunker benutzen kann, in das Jobmenü vom Premium-Rennen. Ist euer Freund dort nun angekommen, dann geht ihr jetzt nun auf den Karteireiter online und dann klickt ihr dort auf Spieler und dort joint ihr dann eurem Freund nun in das Premium-Rennen nach. Und nun werdet ihr zwei Meldungen bekommen, die ihr ganz einfach mit der X-Taste bestätigt und dann werdet ihr wieder im Bunker spawnen. Seid ihr nun wieder im Bunker gespawnt, dann steigt ihr jetzt nun aus dem Elegy RH8 aus oder der Elegy wird einfach an dieser Stelle verschwinden und dann lauft ihr eben zu euren Caddies rüber und dort sucht ihr euch dann eben den Caddy aus, den ihr im Endeffekt gerne haben wollt und in diesen Caddy steigt ihr dann ganz einfach ein. Seid ihr jetzt nun in den Caddy eingestiegen, dann fahrt ihr jetzt nun mit dem Caddy zum Ausgang des Bunkers bzw. zum Bunkertor und dabei solltet ihr den Caddy in etwa so fahren, wie ich das hier auch gerade schon im Video mache und dann werdet ihr instant mit dem Caddy in euren MOC geworfen. Seid ihr nun im MOC angekommen, dann startet euer Freund jetzt einen Job, der sich irgendwo in der Nähe von eurem Bunker befindet und wenn er das nun gemacht habt, dann joint ihr ihm über eure Party oder über euer Pausenmenü nach und sobald ihr nun im Jobmenü angekommen seid, dann kickt euch euer Freund nun aus dem Jobmenü raus, damit ihr jetzt nun eben neben eurem Bunker spawnt. Seid ihr nun außerhalb eures Bunkers gespawnt, dann geht ihr jetzt nun in euer Interaktionsmenü und dort bestellt ihr euch jetzt an dieser Stelle euren MOC. Ist der MOC jetzt nun irgendwo bei euch in der Nähe gespawnt, dann geht ihr jetzt nun hin und fahrt ganz einfach zum MOC hin und dann lauft ihr jetzt eben einmal in den MOC rein und dann müsst ihr eben den Caddy einmal raus und wieder reinfahren, damit sich der Caddy jetzt auch an dieser Stelle wirklich zu 100% abspeichert und dann seid ihr mit dem ganzen Glitch auch schon komplett fertig und ihr könnt den Caddy nun in eure normale Garage reinfahren.
Wichtig anzumerken ist aber noch, dass dieser Glitch nur mit den großen langen Caddies funktioniert und nicht mit diesen kleinen Caddies, da diese leider geblacklistet sind, aber ich persönlich finde die großen Caddies eh viel cooler, besonders da man da immer so das Highlight in der Lobby ist und die Spieler dann immer große Augen machen und einen immer so angucken, wenn man halt mit den Teilen rumfährt und die gar nicht wissen, was los ist. So, das soll es dann aber jetzt auch schon mit diesem Video hier gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig geilen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann wirst du in Zukunft auf jeden Fall nichts mehr in GTA Online verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.